Dank an Zink Thorsten, Thorsten Zink in Arnsberg Richtung Sundern. Es grüßt ein Iserlohner aus dem Sonderland, Sauerland, dem Märkischen Kreis, das Tor zum Sauerland. Ja, MK, Märkischer Kreis und Hochsauerlandkreis, Arnsberg, Sundern, Olsberg, Winterberg, Brilon und dazwischen Garbeck. Dazwischen Garbeck. Ein Blick, ein freier Blick auf Neheim-Hüssen und die Post. Yippie, die Post. Danke, Thorsten. Ich hoffe, auch die Bezahlerei ist angekommen. Ist ja überwiesen worden. Und irgendwann treffen wir uns auch hier. Ihr wisst Bescheid. Meine lieben Freunde, achtet bitte nicht auf Google. Also wenn er uns bei Google eingeht, steht da dauerhaft geschlossen, was natürlich nicht stimmt. Erstens ist das Foto von außen aus dem Jahre 2008. Das gibt es auch alles nicht mehr. So, es ist ja alles neu. Und wir machen ja auch in Star Wars, wir sind keine Star Wars Fans in dem Sinne, das ist an sich hier ein Fachgeschäft, nochmal wiederhole ich mich nicht. Jeder, der nicht weiß, was ein Fachgeschäft, ein Familienbetrieb etc. ist, das ist ein Traditionshaus hier, 60 Jahre alt schon, und meiner einer macht das jetzt seit 10 Jahren in einem neuen Kleid. So, ihr seht Cosplay-Figuren. Ihr seht Star Wars, weil Star Wars jetzt uns begleitet bis 2020. Und hier unten seht ihr schon den Qui-Gon Jinn. Nee, seht ihr nicht. Ihr seht Obi-Wan Kenobi. Mann. Und deswegen freue ich mich. Ich freue mich, dass ich den Obi-Wan Kenobi bekommen habe. Funktioniert jetzt nicht, weil er bedarf reichlich viel Batterien. Ich habe noch nicht gezählt, wie viel er braucht, weil es sind ja drei. Ne? Genau, Obi-Wan Kenobi ist jener hier. Qui-Gon Jinn ist der andere auf der anderen Seite und mittendrin ist der Darth Maul. Genau, dann kämpfen die wie die Weltmeister. Und das ist nämlich eine Riesenerinnerung. Eine Riesenerinnerung für mich persönlich, deswegen auch bestellt. Und es hat mich gefreut, dass ich ihn bekommen habe. Doch, wirklich, Thorsten. Ich freue mich, Zink, Arnsberg, Richtung Sundern, dass ich den jetzt erhalten habe. Weil für mich persönlich eine Riesenerinnerung an das Jahr 1999. Weil da haben wir den Teil 1 in Iserlohn für ein, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Also wir waren Wasserstraße 6, vielleicht erinnerst du dich, Wasserstraße 6 in Iserlohn, da in dem Bereich. Und den gibt es auch nicht mehr, ist klar, das wäre ich ja nicht hier. Was wollte ich gesagt haben? Da haben wir diesen ersten Teil promotet. Wir haben ihn für Karstadt am Schillerplatz promotet, direkt vorne im Eingang. Dann natürlich für Dortmund im Kino. Und halt für Karstadt AG. So, es gibt zwei Erinnerungen für mich. Einmal 1979, da lief ich als Darth Vader in einem Kino. Und natürlich für Karstadt im 5. OG, da gab es ja noch Spielwaren. Da sind wir jetzt auch beim Kern. Das hier ist zwar ein Fachgeschäft, aber rein Dienstleistung. Wir sind an sich eine Filmgesellschaft, eine Fotogesellschaft. Und diesbezüglich passt das alles. Da ist der Filmclub. Und Figurenclub, Sammelfiguren und so weiter. Aber da wir ja mehr online leben, deswegen kam ich ja da drauf zu sagen, achte bitte nicht so auf Google. Ja? Ich habe mich mit Google an sich nicht beschäftigt. Ich bin zwar ein Partner von Google, ich bin auch ein Partner von YouTube, ich bin auch ein Partner von Facebook, ich bin auch ein Partner von Amazon. Wir sind eine Firma, somit haben wir auch Partnerschaften, aber wir sind nicht so unterwegs, weil an sich wir Dienstleistungen hier im Ort geben, vor Ort geben. Und auch für die Durchfahrenden, die kurz anhalten, hier reinspringen, ihre Sachen machen und wieder rausspringen. Weil wir ja Film, Foto machen, wir haben den Green and Blue Room, wir haben ja hier dieses Cosplay mit den Leuten da, wir haben Fernsehen, Funk und so weiter. Ich hatte gerade noch ein Fachgespräch wegen dem Fernsehen 2017, verändert sich ja eine Menge mit DVB-T2. Aber mit DVB-T2 ist ja nicht alles gegeben. Ihr merkt, ich habe meine Heulboje da drüben wieder, hört mal hin. Wir laufen da nicht hier so, das geht voll ins Gehirn. Also ich wollte mich ja nur bedanken, das tue ich ja hiermit, für
Obi-Wan Kenobi. So, wenn die Batterien drin sind, muss ich mal einen Elektroniker finden, weil dieses soll ja als Ausstellungsstück, deswegen habe ich es mir auch alle besorgt. Also er kommt dann hier hin, sehe ich gerade. Ne? Da ist ja hier dieser Slot. Ja, dieser Slot. Der kommt da bei Maul rein und Qui-Gon Jinn kommt dann auf die andere Seite vom Maul rein. Und das, vielleicht grabe ich mal so eine uralte VHS-Kassette aus, denn 1999 haben wir ja, ach das sieht so gut aus, halten fest. Ist ja ein Dankeschön-Video. Also 1999, also haben wir ja alle Figuren vorgestellt. Nur damals musste man die dann auf VHS bannen und dann konnte man den Kunden das schenken. Da hat die Firma Nintendo sogar, die Firma Nintendo hat uns sogar eine Riesenkiste mit Kassetten geschenkt. Somit war die Werbung da drauf, zwar Star Wars, und die Kassette war dann sozusagen von Nintendo. Also es war eine schöne Zeit. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich möchte mich an alle, die sich daran erinnern, weil heute läuft der Kinofilm Radio Ruhrpott, glaube ich, oder Radio Heimat. Irgendwo, müsste ich gucken. Jedenfalls ab heute läuft er, am 17.11. läuft er und zeigt dann Nordrhein-Westfalen. Na gut, das Sauerland ist jetzt da nicht so eingebunden, aber vom Sauerländischen da nach Wanne-Eickel und so weiter, so weit ist es ja nicht entfernt. Wenn man so an der A40, A45 umfährt und A46, kommt man schon ins Sauerland und vom Sauerland zu uns. Ja, Dankeschön. Also wie gesagt, er irritiert mich da draußen ein bisschen mit seiner... Wir haben ja Adventszeit ab heute, ist auch der Weihnachtsmarkt offen, deswegen passt das wie so ein Geschenk. Also ab heute ist der Weihnachtsmarkt offen in der Stadt Essen. In Dortmund weiß ich... hat in Steele der Weihnachtsmarkt eröffnet. Wir wollen auch so ein bisschen Star Wars mäßig Weihnachten machen, aber dem so eine Zipfelmütze aufsetzen, weiß ich nicht, haben wir schon besorgt, ob passt, weiß ich nicht, aber wenn der sich so bewegt, kann sein, dass die Zipfelmütze dann durch die Gegend fliegt. Ja, aber wir sind stolz, jetzt alle drei zu haben und lasst euch überraschen, wenn die Sendung kommt, da ist wieder ein Kunde am Telefon, deswegen habe ich nicht immer so viel Zeit, aber ihr seht, live sind wir vor Ort. Wie gesagt, uns gibt es wirklich immer noch, wir sind eine richtige Firma und man kann auch hier Computer mieten, da kann man eine ganze Stunde dran arbeiten. Wir haben Schnitt, wir haben Vertonung, wir haben Foto, also die Schauspieler arbeiten ja hier an den Computern für ihr E-Casting, muss ich jetzt auch nicht alles erklären. Also die anderen brauchen Bewerbung, die brauchen E-Casting, der gerade angerufen hat, der braucht eine Bewerbung, der hat soeben einen Computer gemietet, da setzt er sich gleich dran und arbeitet. Deswegen muss ich jetzt schnell machen. Also hier sind sie, da ist Qui-Gon Jinn. Ne, ist er nicht. Das ist das Maul. Ne, genau. Das Maul. Ne, das ist einer das Maul. Ne, da. So. Ja. Da ist Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Und jetzt ist mein Lieblingsstück da, was so selten war. Obi-Wan Kenobi. Und die drei werden dann in der nächsten Show nicht nur nochmal vorgestellt, sondern auch der Thorsten Zink wird nochmal vorgestellt. Und Dankeschön. Ja, und dann mache ich jetzt Schluss, weil der Kunde will ja jetzt gleich arbeiten und dann
möchte ich natürlich hier ihn nicht dabei stören. So, bedanke mich auf diesem Wege recht herzlich für die Zusendung, für das Vertrauen. Und ich hoffe, die Adventszeit fängt ja bald an. Ne? Also die nächste Show geht ja schon los mit einem Türchen. Ne? Türchen für Rook One. Ne? An alle, jetzt kommt der Hammer-Spoiler. Rook ist eine Spielfigur. Rook ist ein Schauspieler. Rook und das Wort One ist der Code. Der Code ist One. Und der Herr, der den ausspricht, heißt Rook. Und leider macht's Rabum. Mehr sag ich dazu nicht. Schade eigentlich, aber ist so. Bei dem Film bleiben nicht viele über. Aber trotzdem, sehenswert, nur für uns. Für uns Ältere. Ein Film für uns Ältere. Es fliegt zwar ziemlich viel rum, es bleiben auch nicht viele am Leben, leider. Und viele Schauspieler wollten auch nicht. Da haben die Kinder gesagt, ey, bitte, Papa, Papa, mach. Ja? So, dann hat da so ein Papa so den Karatekämpfer gemacht. Ne? Ja, wird auch nicht. Da kommt wieder Besuch. Grüße, hi. Ich muss meine Finger liegen lassen. Oh, richtig. Also noch einmal, Fachgeschäft heißt Fachgeschäft. Ne? Ist also, wir sind hier keine Sozialstation, wir sind auch kein Spiel, wir spielen damit nicht, auch wenn man Fernsehen ist, richtig. Wir machen Fernsehen, wir sind fürs Fernsehen, wir arbeiten fürs Fernsehen, ist alles richtig. Und deswegen braucht man ja auch Kulisse, auch alles richtig. Aber in so einem Geschäft der heutigen Zeit, da wir ja online leben und online Fernsehen machen, WebTV seit 1995 nach der CeBIT, hat sich ja eh alles verschoben. So, und deswegen sagen wir ja, wir an sich achten wir nicht darauf. Da muss ich dabei sein. Ich auch nicht. Ich achte auch nicht darauf, was Google macht, was Facebook macht. Das ist für mich an sich nur eine Unterhaltung. Da schaue ich mal rein oder so. Ist nicht für mich 100% oder so. Ja? Online ist für mich an sich 1 oder 2% meines Lebens. Für andere 100%. Dass ich mich austausche mit Star Wars ist klar, weil, wie gesagt, wenn man dafür gearbeitet hat in der Promotion, für Nintendo, Sega, Virgin Soft, Kingsoft, in London sogar, am Piccadilly, im Virgin Soft House, Kingsoft House, also war ein riesengroßes, am Piccadilly war ein riesengroßes Spiel, war ein Fachgeschäft, ob es da noch gibt, weiß ich nicht, bin aber der Meinung, sollte es noch geben, ich war schon lange nicht mehr da. Das war also in den 90ern, war ich sehr stark involviert für den ersten Teil, und deswegen erinnere ich mich so daran. Ne? Morgen, bis dann. Daran erkennen, dass ich jetzt das hier anhabe, sind ja dann passiert wegen Google, weil wenn ein Kunden panisch hier reinkommt, du hast dauerhaft geschlossen, ist klar, dass man dann ganz schnell ein Video macht, auch ganz schnell die, ne, man findet, ich will hoffen, dass man das Finale, also an alle Kunden, dieses Geschäft gibt es seit 60 Jahren, an dem Ort immer noch, wo die große Kirche ist und so weiter und so fort, ist halt das zweite Fachgeschäft, was es in dieser Straße noch gibt. Wir haben natürlich noch ein Spielwarenfachgeschäft etwas weiter. Da kann man natürlich Eisenbahn kaufen. Ne? Also die kleinen Loks und so. Auch Playmobil und so weiter und so fort. Und ich glaube auch Lego. Ne? Kann man da kaufen. Wir sind nämlich kein Spielwarenfachgeschäft mehr. Das ist lange, lange ist es her. Weil viele denken da noch dran.
Die wissen das, aber die haben ihr Alter, die haben mit Star Wars überhaupt nichts zu tun. Denen ist Star Wars auch total egal. Warte, hallo, grüße. Copy? Merkt schon, heute ist wieder viel los. An sich wollte ich ja also ein Dankeschön-Video machen, das habe ich ja auch gemacht, aber ist nicht das Dankeschön-Video, also um Gottes Willen. Es ist an sich nur für meine Kunden, damit die Bescheid wissen, die sehen das ja im Fernsehen, weil mittlerweile durch Google TV kann man das ja auch im Fernsehen sehen, diesen Kanal in Voll HD. Die sehen das auch hier in unseren Fernsehanlagen hier und im Studio. Ich finde es auch super toll, wenn 9 Plus fragt, hör mal, das ist eine Kulisse, kann ich ja billiger haben. Kulisse lassen wir jetzt erstmal, verkaufen wir noch nicht. Ob wir irgendwann mal die Sachen verkaufen werden, weiß ich nicht, aber man kann die ja kaufen. Ne, Mann, sei mal so. Schauen, ob die Tür gleich wieder aufgeht. Es war wieder Postbote da, weil wir haben ja auch mit Elektronik zu tun. Alles was mit Film, Foto ist ja unser Job. Film, Foto, Produktion, wir produzieren ja Filme, wir stellen Filme her. Meine lieben Freunde und meine lieben Kunden, dass wir jetzt hier keine, wir machen natürlich hochwertig, das ist HD, wir machen auch in 4K, versteht sich. Wir überspielen ja auch in DVD oder in Blu-ray. Wir bemühen uns, gute Qualität zu liefern für moraden Geldbeutel, für einen moraden Preis. Noch billiger geht nicht, weil der Start wird ja immer teurer und die Geräte werden immer teurer und dann geht das nicht immer. Man kann nicht immer, wir erst recht nicht, deswegen nur auf Anfrage verkaufen wir einen Fernseher oder so, weil sonst geht das nicht. Wir sind zwar ein Fachgeschäft, wie gesagt, nochmal angemerkt und dann geht wieder die Türe auf. Hallöchen! Alle Kunden, ja, hier wird gedreht, manchmal dort, im Green Room, Blue Room, weil manche Kunden sagen, ja, wo haben sie das denn gedreht? Ne? Hier haben wir das gedreht. Hier ist ein Studio, wir haben ein Film-Fotostudio, wir arbeiten auch für unsere Kunden, wir beraten ja auch unsere Kunden, gerade kam hier wieder so ein beratendes rein von Grundig, Blaupunkt, Samsung, die Geschenkideen, ist klar, dann beraten wir, dann sagen wir auch, wo man das bekommen kann. Man sollte nicht immer alles aus dem Netz, ne? Man kann sich auch beraten lassen über Foto, Film, auch die Helikopter bzw. Quadrocopter, haben wir ja alles im Programm, auch Kameras, alles im Programm. Wir können also wunderbar, hatte ich auch gut auf,
also die Kameras überwiegend haben wir ja auch da. Mit denen arbeiten wir sogar. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit der da oben. Ne, mit der da oben arbeiten wir auch. Muss ich mal gucken, da gibt es immer was Neues. Oder nichts Neues. Wie gesagt, gerade frisch reingekommen, heute ist der 17.11. Wir bereiten alles vor für die Sendung. 24 Clips, ne, zeigen euch die Fernseher. Ja, mittlerweile kommen auch die Schallplatten wieder. Ne? Also einige haben schon Schallplatten und da gibt es auch tolle Sachen. Für einige sind Schallplatten. Ne? Liebe Freunde, Schallplatten haben wir unheimlich lange schon gehabt. Ja, also für die jungen Zuschauer. Ab 6 plus. Ne? Ja. Ja, ja, klar. Dann Überspielungseinheiten. Hauswerkzeug, also alles. Ja, wir gehören zur Firma DGH. Damit ihr schon mal, könnt ihr auch im Netz, ne? DGH. Ne? Ja. Könnt ihr also alles über uns da bekommen. Noch einmal, wir sind eine Firma. Das hier ist keine Spaßbude oder so. Wir machen natürlich viel Spaß. Wir sind natürlich sehr freundlich, weil wir sind es so gewohnt. Bei uns sind die Kunden alle König. Nein, bei uns sind die Kunden alle Gäste. Und wer sich gastlich benimmt, wird auch gastlich behandelt. Ja, und wer sich ungastlich benimmt, fliegt auch raus. So einfach ist es. Die Zeiten des Königs und des Kaisers, wie bei Karstadt und bei Neckermann, die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Da musste man hoch zum Chef und wurde dann, ne, gebeutelt. Man war ja so böse zum Kunden. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind alle nur noch Kunden. Ja, wir verkaufen uns gegenseitig. Ne? Einer hat sogar ein Kind bei eBay verkauft, wisst ihr Bescheid. Deswegen sind wir gar nicht so ein Freund. Und ich auch nicht. Ich bin also auch nicht so ein Freund von online. So, ich habe jetzt lang genug, jetzt kann ich diesen Abschluss machen. Ich kann mich beim Thorsten Zink nochmal bedanken. Ich habe mich nochmal kurz vorgestellt und bedenkt, es geht bald los. Die 24 Türchenclips wegen Star Wars. Also ich werde jetzt nicht nochmal spoilern, ich werde jetzt nicht nochmal was sagen. Aber wenn man dafür arbeitet und wenn man lang genug dafür arbeitet, bekommt man ja unheimlich viele Informationen, aber echte Informationen. Hin und wieder stelle ich natürlich bei den 100% Begeisterten auch mal so einen Schwachsinn aus und warte, ja, sie haben es gemerkt und dann kann man es wieder rausnehmen. Ne? Da war hier so eine merkwürdige Zeitung, eine Star Wars Zeitung, und die hat da so merkwürdig geschrieben. Und diese Merkwürdigkeiten habe ich dann mal online gestellt und habe dann gewartet, welche Resonanz da so kommt. Und die Resonanz war richtig, man soll nicht alles vertrauen, was so, ne, Panini und Co. in die Welt setzen, nur um ihr Produkt zu verkaufen. Wisst ihr Bescheid? So, sind auch hier, Panini-Hefte sind auch hier. Also total recht herzlich willkommen im Fachgeschäft, in einem elektronischen Fachgeschäft, wo man reingehen kann und sich mit dem, der da ist, meiner einer, Medienkanzler, sich unterhalten kann über technische Fragen, die wir dann natürlich mal DGH schicken oder besorgen. Ja, wir sind also Handelspartner der Firma Google, ich muss nachrechnen, ja, Google, YouTube, Facebook und den Amerikanern, ja, Amazon, genau, so, um das auch mal gesagt zu haben. Fachgeschäft, Tante Emma, solche Zeiten gab es mal und wir gehörten dazu und wir sind es immer noch, so sieht's aus. So, und jetzt ist Pause, Pause kenne ich auch nicht, ich ziehe das immer gnadenlos durch. Von 9:30 bis 17:30, von Montags bis Freitags, Samstags von 9:30 bis 12:30. Ja, kann man hier vorbeikommen. Aber nur, wenn man muss. Das ist ja Dienstleistung. Wenn er Passbilder braucht, Ausweisbilder, E-Casting für die ganzen Schauspieler und die ganzen Künstler, die kommen ja dann. Also, aber erst 2017, 2016 wollten wir nicht, haben wir gesagt, komm. Ich fange jetzt langsam an mit der Werbung, merkt ihr schon, ich muss ein bisschen werben für Casting, E-Casting, für die Künstler und so weiter und so fort. Für die ganzen Kostümträger ist ja wieder Karneval, ne, die Kostüme für Karneval kann ja auch mal so rumlaufen. Man muss ja nicht wie ein Clown rumlaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Ja, der Dead Walk da muss ja nicht unbedingt sein, diesen Dead Walk. Und ich bin ja froh, wenn ich nur meine Kameraden hier sehe, ne? Reven und Sith Lords in der Rain-Republik da, und mir gegenüber steht natürlich wie immer Kylo Ren, und an der Wand steht ganz groß 2,20 Meter Darth Vader. Ja, so ist das immer. Ja, und die Kleinen habe ich ja gezeigt. Ne? Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn und Darth Maul. Meine lieben Freunde, nächste Videoclip
Der wird lustig. Ja, der wird lustig. 24 Türchen, es geht auf Weihnachten zu, es geht auf Rogue One zu. Boah, lasst euch überraschen. Ich werde für euch die Püppchen auseinandernehmen. Versprochen. Ciao.